Ja, und da ist es, das Commuter von Yobo Bike. Und wenn du mich fragst, was dieses Commuter heißen soll, das ist nichts anderes als Pendler. Und genau das ist das. Und was besonders an diesem Fahrrad ist, ist nicht nur, dass es besonders leicht ist. Nein, es hat auch eine, sagen wir mal, praktische Stellschraube hier vorne. Einen Schnellzugriff, dass du deinen Lenker an dein persönliches Fahrverhalten bzw. deine Vorlieben anpassen kannst. Einfach Griff hoch, Griff runter, fertig aus. Du kannst natürlich das Display auch einstellen, aber ob das Yobo Bike genau das Richtige für dich ist, wirst du im Laufe des Videos erfahren. Da du das Yobo Bike ja online bestellen musst, wird es teilmontiert geliefert und keine Angst vor der endgültigen Montage. Das habe selbst ich mit meinen zwei linken Händen dank der echt gut bebilderten und beschriebenen Montageanleitung innerhalb von so 25 bis 30 Minuten hinbekommen, wenn ich nicht so viel gefilmt hätte, wenn ich nicht so viel gequatscht hätte mit meinen Nachbarn. Du schaffst es bestimmt schneller. Dafür ist natürlich auch sämtliches Werkzeug dabei. Du brauchst lediglich so einen Seitenschneider oder so einen Cutter, damit du den Karton aufschneiden kannst und die ganzen Schutzfolien abmachen kannst, die um das E-Bike drumherum sind, damit beim Transport nichts passiert. Und an meinem Fahrrad war kein Kratzer, kein gar nichts. Das ist super verpackt angekommen. Wichtig zu wissen, ich habe gefühlt nochmal 20 Minuten gebraucht, um alle Pappe, Schutzfolien, Kabelbinder zu entsorgen. Gucken wir uns das Ding von vorne bis hinten mal an. Ja, wie du siehst, das Yobo Bike Commuter ist ein echter Hingucker. Und wenn du dich fragst, welche Körpergröße ist denn für so ein 26 Zoll Rad gut, dann sag ich dir, ich bin 1,70 Meter und das Fahrrad deckt mich perfekt ab. Ich denke, so zwischen 1,60 Meter und 1,75 Meter könnte die perfekte Körpergröße sein für dieses Yobo Bike Commuter. Meine Frau, 1,81 Meter, ist zu groß für dieses Fahrrad. Du hast zwar die Möglichkeit, die Sattelstange hoch und runter zu machen, und den Lenker ja theoretisch so hoch zu klappen oder zu drehen, aber du kannst den Vorbau nicht höher machen als der höchste Punkt und somit ist es eventuell nicht für jede Körpergröße geeignet. Solltest du unbedingt wissen, bist du so um die 1,70 oder kurz drunter oder kurz drüber, ist es eine hervorragende Größe. Die Federung vorne und der Laufkomfort von dem Fahrrad ist wirklich hervorragend. Ich habe es auf meiner Fahrt zur Arbeit getestet. 7 Kilometer hin, 7 Kilometer zurück, 7 Kilometer hin, 7 Kilometer zurück. Und das hat echt richtig Spaß gemacht. Es ist sehr, sehr leicht zu fahren und die elektrische Unterstützung ist hervorragend. Du hast 5 Stufen, also 1 bis 5 und fährt natürlich maximal 25 km/h. Was ich allerdings sagen muss, dass du selbst ohne elektrische Unterstützung eine richtige große Freude an diesem Fahrrad hast. Es ist etwas schwerer als ein normales Rad, fährt sich aber fast wie ein normales Fahrrad. Macht Spaß, 7-Gang-Shimano-Schaltung ist am Start, hat es ja schon gesehen. Und damit kannst du auch so manche Strecke mit dem Fahrrad locker flockig absolvieren, die du vielleicht vorher nicht mit dem Rad machen würdest. Was ich nicht gedacht hätte, ist, dass das Fahrrad mich halt in Norddeutschland hochfährt, denn es hat nur 36 Volt statt 48 Volt und ich hätte gedacht, der Motor wäre so ein bisschen schwach. Klar, die haben alle 250 Watt, aber ich hatte halt gedacht, es gibt einen großen Unterschied zwischen 36 und 48 Volt. Persönlich konnte ich echt keinen spüren. Das Fahrrad hat mich hervorragend da hochgebracht und wie schön es da oben ist, zeige ich dir.
am Ende des Tages ist das Jobo-Bike ein hervorragendes Fahrrad für Kurzstrecken und Pendler. Aber auch so manche Ausflugsziele kannst du mit dem echt gut gefederten Vorderrad absolvieren. Ich persönlich habe nichts an dem Jobo-Bike auszusetzen. Das Akkulademanagement hat funktioniert. Die Reichweite war bei mir knapp 55 Kilometer mit voller elektrischer Unterstützung und meinem Körpergewicht von knapp 100 Kilo. Ist das abweichend von der Beschreibung? Ja. Ist das etwas, worüber ich mir Sorgen mache? Nein, weil die meisten Ergebnisse sind so mit einem Optimalgewicht zwischen 60 und 70 Kilo bei gerader Strecke und nicht so wie ich steil berghoch, dann da noch rumgekurvt. Aber am Ende des Tages ist meine Meinung nicht so wichtig wie deine Meinung. Was sagst du zu dem Jobo-Bike-Commuter? Könnte das dein, ja, zur Arbeit, zur Schule, zum Kindergarten, wohin auch immer du deine Fahrt machen möchtest sein? Oder sagst du, oh, ich weiß es nicht, ich persönlich mag lieber das und das Fahrrad oder das ist genau das, was ich schon immer gesucht habe? Schreib das bitte in die Beschreibungsbox, nur so kann ich nämlich den Content machen, der auch wirklich gut ist. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und du merkst schon, dass ich persönlich eher das Fahrrad bei Frauen sehe. Deswegen auch den niedrigen Einstieg, mal abgesehen davon, dass ich ein bisschen faul bin. Aber tatsächlich ist dieses Fahrrad ja ein Unisex-Fahrrad und macht einfach echt Spaß. Jobo-Box-Seite, Quatsch, nicht Jobo-Box, Jobo-Bike-Internetseite ist verlinkt. Und in dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und stay tuned.